Ich zeige Ihnen jetzt ein leckeres Gericht mit Hirsch, und zwar einen gebratenen Hirschrücken unter der Pfefferkruste mit Pfifferlingen, Kartoffel-Thymian-Püree und einer Rieslingsoße. Ich habe hier schon mal die Pfefferkruste vorbereitet, und zwar habe ich dafür Butter schaumig geschlagen, habe etwas Toast mit dazugegeben und habe hier eine wunderbare Pfefferpaste aus dem Hause Unilever benutzt. Das Ganze in eine Folie eingerollt und über Nacht im Tiefkühler gefroren. Den Hirsch habe ich mir angebraten. Jetzt schneide ich mir von der Kruste ein paar Scheiben runter. Die ich auf meinen angebratenen Hirsch gebe und das Ganze jetzt in den Ofen bei 200 Grad, circa 6 Minuten, dann haben Sie eine wunderbare Kruste. Kommen wir nun zum Kartoffelpüree. Und zwar machen wir hier ein Kartoffel-Apfel-Thymian-Püree. Wir nehmen dafür auch wieder ein Produkt aus dem Hause Unilever, und zwar unser Blitzpüree. Zunächst erhitze ich die Flüssigkeit. In dem Fall habe ich Wasser mit einem Teil Apfelsaft vermengt und gebe jetzt mein Blitzpüree hinzu. Ich gebe dann meine Äpfel mit dazu, die ich mir vorher in kleine Würfel geschnitten habe. Habe hier bewusst die Schale dran gelassen, da das wieder ein schöner Farbpunkt nachher beim Anrichten im Püree ist. Als letztes gebe ich den Thymian hinzu, rühre das Ganze nochmal um und habe ein wunderbares Apfel-Thymian-Püree hergestellt. Jetzt kommen wir zur Soße. Und zwar haben wir hier eine Riesling-Jus, wo ich als Grundbasis unsere Knorr-Braten-Jus benutze. Lass das Ganze eine Minute lang aufkochen und habe eine fertige Grundjus, die ich jetzt wieder verfeinern kann. Für die Rieslingsoße habe ich hier eine Riesling-Reduktion hergestellt, die ich mir jetzt noch mal ganz kurz erwärme. Gebe dann die fertige Braten-Jus hinzu. Jetzt lassen wir die Soße leicht ziehen und kommen zum Anrichten. Fangen wir mit dem Kartoffelpüree an. Und zwar richte ich dieses in einem Ring an. Dann nehme ich meine Pfifferlinge, die ich mir kurz in Face Butter Flavor angebraten habe, mit ein bisschen Schnittlauch und Schalotten. Kommen wir nun zu unserem Fleisch, was, wie wir sehen, eine wunderbare Kruste hat, was wir jetzt einfach auf unser Kartoffelpüree setzen und zum Schluss mit unserer Riesling-Jus vollenden.